Das ist vielleicht für die Glow. Ich bin mir noch nicht sicher. So, Outfit Nummer 2. Oder 3. Wonach ich Ausschau gehalten habe. Und zwar. Ich hoffe, es heilt nicht. Wie ihr seht, bin ich gerade im Badezimmer. Ich mache mich heute fertig. Also ich mache mich jetzt gerade fertig. Ich mache mich heute fertig. Ich nehme euch heute ein bisschen mit zum Shoppen. Ich brauche nämlich noch ganz dringend ein Outfit für die Glow. Gott, ich bin viel zu nah. Sorry. Holly ist total fixiert auf Schatten im Moment. Ich weiß auch nicht warum. Holly, was ist da los? Guck mal, da ist der Schatten. Wo ist der Schatten? Ja, fang den Schatten. So, hier im Flur mache ich mich auch immer sehr gerne fertig, weil der Spiegel so wunderschön groß ist und hier das Licht einspiegelt. Ha, auch geil, hier unsere Bilder. Da muss ich unbedingt noch ein paar Fotos reintun. Ich habe einfach im Moment noch keine Zeit gehabt. Feeling like a prisoner there in the light. She stood, she knew they couldn't miss her. Yeah. And then they took her rest, a wonderful life day. So, das ist mein Outfit für heute. Ganz gemütlich. Also eine Leggings, Sportschuhe, mit denen ich ganz lange laufen kann. Das ist das Wichtigste, ne? Beim Shoppen. Also bei der Shoppingtour, die ich heute vorhabe. Ich habe nämlich nicht ganz so viel Zeit und deswegen muss ich mich beeilen. Keine gemütliche Shoppingtour. Ich muss ja gleich den Kleinen wieder abholen. Aber bevor es losgeht, mache ich mir nochmal schnell mein Frühstück. Ich habe noch nichts gegessen. Und ganz wichtig, was ich euch auch noch zeigen wollte, unsere neue Kaffeemaschine. Tada! Sieht die nicht spacig aus? Ich finde, die sieht richtig cool aus. Die habe ich übrigens zugeschickt bekommen von Nescafé. Ich habe auch schon gefragt bekommen, wenn wir Gäste haben, ist das ein Radio? Was ist das? Ihr wisst ja, dass ich Kaffee über alles liebe und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich diese Kaffeemaschine hier zugeschickt bekommen habe. Die ist auch super einfach in der Handhabung. Und das Beste ist, der Kaffee schmeckt wie bei einem Kaffee, also wenn ihr euch einen bestellen wollt. So. Mega cool, oder? Ich mache das nochmal, weil das einfach zu geil ist. Also. Kam gerade der Postbote. Also ich trinke am allerliebsten den Cappuccino. Oh, Frau Nachbarin, hallo. Ich trinke am liebsten den Cappuccino und der kommt in zwei Kapseln. Einmal die Milchkapsel und einmal die Kaffeekapsel. Aber was ich am allerliebsten mache, also ich nehme dann immer einfach die Kaffeekapsel, schiebe die da rein, ganz einfach, und mache mir dann meinen Kaffee und mix den am allerliebsten mit Sojamilch. Das machen wir jetzt. Also ihr könnt aus dem Automaten übrigens auch Tee machen. Der schmeckt auch richtig lecker. Wenn ihr nicht so der Kaffeefreund seid, aber ich liebe Kaffee. So, da sind wir. So, ich habe gerade wieder geschleppt des Todes. Ich musste auch meine Wasserflasche mitnehmen, weil ich irgendwie das latente Gefühl habe, ich verdurste. Und meinen leckeren Kaffee, den werde ich jetzt auf der Fahrt genießen. Ich liebe es, morgens loszufahren und dann meinen Kaffee im Auto zu trinken. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sachen umzutauschen. Also ich möchte heute nicht nur mein Outfit für die Glow kaufen. Ich hoffe, ich finde was. Sondern ich muss auch noch was umtauschen hier. So ein paar Sachen. Düsseldorf, ich komme. Wunderschönes Wetter. Mein Dreck beste Laune. Gerade war doch... Regen! So, ich habe im Sevens geparkt, weil hier mein Lieblings ist und da werde ich zuerst hingehen, weil ich da eigentlich immer was finde. So, und die Leute gucken auch gar nicht, interessiert die überhaupt nicht, was ich hier mache. Wenn du auf Säule. Alles gut, weil ich bin gerade hier angekommen und habe genau das gefunden, direkt. Wonach ich Ausschau gehalten habe. Und zwar. Das ist Little Tiny. Nein. Schon gedeckt. Und das hier finde ich auch super schön. Gleich mal direkt anziehen.
Oder was haltet ihr von der Hose mit dem kurzen Oberteil? Hat hier richtig süße Details mit so kleinen Perlchen. Und diese Tasche dazu. Jetzt ziehe ich erstmal alles an. Schaut mal, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Definitiv nein. Okay, abgesehen davon, dass ich keine Lust habe, die Hose jetzt wieder auszuziehen, das Kleid geht irgendwie gar nicht. Das ist was für Dunkelhaarige, würde ich sagen. Aber an sich ganz schön. So, Outfit Nummer 2. Oder 3. Wobei, das rote Kleid zähle ich nicht so wirklich. Also ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Pudel mit der Jacke. Weil ich die gar nicht so schlecht finde. Aber das ganze Outfit an sich ist noch nicht so richtig stimmig. Ich habe mich jetzt hier für diesen Ballmantel entschieden und baue darauf auf. Und jetzt gucke ich mal, was ich noch finde. So, was ich gekauft habe, zeige ich euch gleich. Ich bin gerade total nett ins Gespräch gekommen mit dem Kassierer in der Herrenabteilung. Da kann ich euch übrigens empfehlen, immer zu bezahlen, weil bei den Frauen immer besetzt ist. Total nett, aus Frankreich kam der. Ja, hallo, falls du das siehst, viele Grüße. Ihr Lieben, ich bin schon wieder zu Hause. Es wird auch langsam dunkel. Ich zeige euch gleich, was ich noch gekauft habe. Aber eine Sache wollte ich euch noch sagen, weil ihr könnt diese wunderschöne Kaffeemaschine, die ich euch heute Morgen gezeigt habe, die könnt ihr gewinnen. Und zwar total einfach. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur diesen Emoji in die Kommentare schreiben und noch dazu, warum ihr so gerne Kaffee mögt oder liebt und Kaffee oder Tee geht ja natürlich auch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich werde den Gewinner kontaktieren, dann bekommt eine Nachricht von mir und alles weitere findet ihr dann in der Infobox. Und genau, jetzt zeige ich euch, was ich geshoppt habe, was ich entdeckt habe. So, bin ganz schön erledigt, muss ich sagen. Ich hatte gerade die zwei Jungs hier. Einmal den besten Kumpel von Luis. Jetzt sind sie gerade beim Fußball. Also, einmal habe ich das hier geshoppt. Habe ich euch ja gezeigt. Das habe ich mitgenommen. Und ein ganz langes silbernes Kleid. Das ist vielleicht für die Glow. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es anziehen werde. Ich werde es jetzt zu Hause mal so ein bisschen ausprobieren und ja, mal schauen, was es dann wird. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein kleiner Vlog gefallen. Ich drücke euch natürlich die Daumen für das Gewinnspiel, weil die Kaffeemaschine, die ist der Burner. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!